Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat und zu Teil 2 unseres Lego Yoda, nicht UCS, aber mit Plakette-Set-Baus. Und ja, soweit sind wir im ersten Teil gekommen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch alles hier unten in der Videobeschreibung, genauso wie das komplette Set, das nur ganz kurz gesagt. Also wir haben das Grundgerüst gebaut, wir haben ihm die Füße dran gebaut und den vorderen Teil von seinem Umhang. Und ja, wie ihr sehen könnt, kurzer Vergleich. Soll und ist. Ja, da ist noch einiges zu tun. Und wir sind gekommen bis auf die Seite, genau, bis auf Seite 61. Das heißt, auf Seite 62 geht es weiter mit Tüte Nummer 4. Tja, die Kollegen sind da, also legen wir los. Und hinter Tütchen Nummer 4 finden wir das hier. Tja, was haben wir denn da gebaut? Jo, ne, sagt ihr es mir. Noch ganz schwer zu erkennen. Auf jeden Fall bunt und jo, irgendwas, was hier später irgendwo dran gebaut wird. Aber ich habe echt gar keine Ahnung, wo, Freunde. Das ist hier noch nicht wirklich zu erkennen. Und deswegen bauen wir auch direkt weiter. Ich kann hier echt nicht viel zu sagen. Das ist ja einfach so. Das ist etwas anderes, als wenn man ein Automodell oder sowas baut. Hier so eine Figur, das ist einfach, ich sag mal, ein bisschen abstrakter. Das hier ist übrigens übrig geblieben. Ich frage mich, ob ich die Teile vergessen habe. Kann ja durchaus mal passieren bei diesen Formen hier. Ja, oder ob das wirklich einfach die Kleinteile sind, die mal überbleiben. Auf jeden Fall, das ist über. Das ist gebaut und ich mache direkt mal weiter hier mit Bauabschnitt 5. Vielleicht werden wir dann ja etwas schlauer, was das hier werden soll. Hat die Tüte 5 uns schlauer gemacht? Naja, noch nicht, aber wir schauen mal. Das hier ist in Tüte 5 gewesen. Man sieht hier auf jeden Fall schon irgendeine nette Form, die hier angedeutet ist. Und das hier muss jetzt mit dem Teil aus Tüte 4 zusammengesetzt werden. Ich brauche euch nicht viel zu erzählen. Das ist ja hier abstraktes Bauen, sag ich mal. Und jetzt machen wir gerade noch diesen Bauabschnitt hier. Das heißt, wir legen das jetzt mal so hin, dass es passt. Das müsste so passen. Und hier müsste irgendwie, ja, wie rum drehen wir es denn? So rum, ja, dass noch da dran kommen. Aber mir fällt gerade auf, hier ist noch was Schwarzes. Eins, zwei, ach nee, das sind die Teile hier. Das sind hier die Schwarzen. Okay, also das muss dann hier so zusammenkommen. Lasst mich nochmal kurz schauen. So, dass, ah, okay, ja, so. Entschuldigung, ihr habt nichts gesehen. Einmal so, dass das hier anliegt. Und einmal festdrücken. Jupp. Passt. Und dann natürlich nochmal hier überbauen. Ich war so frei und habe das schon vorbereitet. Ein 3-Teile-Bauabschnitt. Jawohl. Und das kommt dann hier so dran. Was bedeutet einmal hier bitte andrücken. So. Damit wäre das verbunden. Und dann hätten wir hier noch so einen kleinen Dreier. Der soll da oben dran. Also einmal hier hin. Tja, und damit, ich glaube, damit sind wir durch. Jawohl. Und jetzt kann hier angebaut werden. Und zwar, ja, wie rum denn, bitte schön? Ich denke, so, ja, ach genau, jetzt kann man, seht ihr, genau das ist es, was ich hier immer meine. Man baut und baut und baut. Ich habe jetzt hier 2 Tütchen mir den Wolf gebaut, hatte keine Ahnung, wo genau das hingehört. Und jetzt so, stellt euch den von der Seite vor, hier kommt die Hand dran und hier hinten ist die Kapuze vom Yoda-Hoodie sozusagen. Und das bauen wir jetzt einmal hier an die Seite dran. Das wird also an die Pinne hier so angesteckt werden. Etwa, ja, so. Und dafür brauche ich beide Hände, also einen Moment bitte. Jawohl, das sieht doch schon echt gut aus. Und, oh, Entschuldigung, ihr seht ja noch gar nichts. So, da seht ihr, was gut aussieht. Da steht ja unser Yoda und jetzt kann man hier wunderbar schon erkennen, wie jetzt hier die Form des Seitenteils hier übergeht. Also hier der Schulterbereich in den Armbereich rein und auch hier von der Seite.
Ja, wie sich das so schön dann hier entwickelt hat. Auch hier hinten ganz knuffig irgendwie mit der kleinen Kapuze hier von seinem Hoodie. Ja, also er nimmt langsam hier echt Formen an. Zumindest von vorne und von der einen Seite. Und von hinten sieht er jetzt so noch recht nackig aus. Und von hinten dann eben auch noch und von der Seite. Also hier müssen wir noch zwei Seiten bauen. Aber ja, doch. Ganz, ganz schön. Obwohl immer noch die Überraschung bleibt, wenn man hier am Bauen ist, ja, was man dann am Ende genau gebaut hat. Man sieht's, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist einfach so, man sieht es erst im Großen und Ganzen, wo man dann gelandet ist. Irgendwo ist mir hier noch aufgefallen, als ich den eben festgedrückt habe, dass es hier durchaus Teile gibt, ich finde es jetzt aber gerade nicht mehr, die so ein bisschen ja, mit Luft unterbaut sind, wo man dann aufpassen muss, wenn man hier drücken tut. Man sieht auch ganz, ganz ein wenig hier zum Beispiel. Ah, genau, hier war die Stelle. Ups, da habt ihr es. Wenn ich hier drücke, dann geht hier einiges direkt schon mal ab, weil hier einfach nur mit Luft unterbaut ist das Teil. Also, das muss ich nochmal hier gleich befestigen. Ist mir eben aufgefallen, so bombenstabil ist er jetzt nicht an allen Stellen gebaut. Aber naja, er ist ja auch kein Action-Spielzeug oder hier eine Action-Figur. Das da baue ich schnell wieder dran, damit er hier kein Loch im Bein hat. Und dann machen wir auch direkt weiter mit Tüte Nummer 6. Wo ist sie denn? Da ist sie. Und, oh, die bringt eine Überraschung. Mehr sandfarbene Steine. Sehr schön. Ja, Leute, das schaue ich mir hier gerade an oder höre es mir gerade beim Bauen an. Und das ist auch schon das Spannendste, was ich euch hier zeigen kann. Außer natürlich einem übrig gebliebenen 1x1er-Steinchen. Ab in die Versenkung, mein Freund. Und ja, das ist wieder mal das Konstrukt, das ich aus der letzten Tüte Nummer, was war es denn, Nummer 6 gebaut habe. Ich verrate mal so viel. Das wird ja hier für die rechte Seite. So rum oder so rum oder. So rum wahrscheinlich. Bestimmt so rum. Genau. Schaut mal, das passt doch schon. Ich schätze mal, ich habe hier eben die Schulter gebaut. Ups. Okay. Also, mehr gibt es einfach nicht zu sagen. Das ist ja hier echt tödlich für mich. Ich erkläre doch so gern zwischen den Bauabschnitten. Und ja, was soll ich denn hier erklären? Dass ich hier lauter Steinchen aufeinander gesetzt habe. Ja, das ist es nämlich eben schon. Dennoch ganz nette Sache mal zur Abwechslung, auch wenn es nicht so cool ist wie jetzt, wenn man einen Ford Mustang baut, aber ja, es ist eben entspannt, man kann sich mal ein bisschen zulabern lassen, irgendwann hat man dann innerlich den Gesichtsausdruck, alles ist debil und locker und entspannt und dann kann man auch direkt weitermachen mit Tüte Nummer 7. Ja, und das wird mal wieder ein etwas größerer Abschnitt. Und wir spoilern mal, da geht es hier also ans Ende zu von der Seite hier und dann werden wir das nachher nochmal zusammen hier dran klatschen. So, bevor ich jetzt nur noch Blödsinn erzähle, übrigens, Seite 99 haben wir, ja, bevor ich nur noch Blödsinn erzähle, geht es dann gleich weiter. 217 ist ja hier die Gesamtanzahl der Seiten. Ich sag's euch, man blättert sich hier echt ein Wolf. Drei Teile anbauen, blättern. Zwei Teile anbauen, blättern. Zwei Teile anbauen, blättern. Ich mache jetzt weiter. Blättern und 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 blättern. Ah, wenn der Kopf zu sehr so entspannt wie der Kollege hier, dann verbaut man sich. Also ich zeige euch mal kurz, ich habe hier irgendwo einen Fehler eingebaut, habe ihn aber gerade gefunden. Aber so weit bin ich hier gekommen. Das hier ist nochmal das Seitenteil hier hinten mit der Kapuze dran. Und ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Kennt man schon, wie das gebaut wird. Und das hier ist dann nochmal der Arm, wo dann auch später hier nochmal die Hand aufgesteckt wird auf diese Technik. Pinne. Und das Teil muss jetzt noch hier angebracht werden. Und das passt dann eigentlich ganz wunderbar. Moment, ich drehe mal. Dann sieht man, wie das hier eigentlich ganz wunderbar hier ineinander passt. Und dann steckt man das ja an. Und dann dreht man das. Und dann guckt man. Und dann schaut man. Und dann denkt man, shit, da ist eine Lücke.
Da ist eine Lücke, da passt da was nicht. Ich habe hier schon die ganze Zeit rumgefummelt. Und das ist hier ein kleines Problem oder ich sag mal eine kleine Schwierigkeit. Wenn man sich hier mal verbaut, Freunde, jo, das ist wie so ein Wimmelbild. Such den falschen Stein. Wo stimmt denn irgendwas nicht? Ich habe es zum Glück hier eben gefunden. Und zwar, das hier ist der Übeltäter. Der muss eine Reihe vorversetzt werden hierhin. Denn, wie man sieht, sieht man, dass hier nur zwei Noppen noch frei sind. Und bei mir sind hier noch vier Noppen frei. Also, der muss nach vorne, da, und dann kommt der Kollege hier drauf. So passt die Geschichte. Also, das war der kleine Fehler. Jetzt schließt er hier auch ordentlich ab. Und ja, so sieht das Seitenteil dann von vorne aus. So von der Seite, hier sieht man schon wieder, das ist genau das, ich sag mal, Spiegelteil von dem hier, also nicht ganz genau natürlich, aber so in etwa. Und jetzt in alter Manier wird das Ganze noch hier rangeklippt. Ich mache das mal eben. So, passt. Und dann, Mann, ist der breit geworden. Also jetzt sieht man wirklich schon, das wird ja ein richtig, das ist ja richtig breit. Schaut mal her, wenn ich den hier vor dem BB-8 stelle, dann ist er weg und macht einen guten Eindruck. Also hier, ich freue mich schon, wenn die Hände und vor allem, wenn der Kopf gebaut wird. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Aber so, ja, ich würde mal sagen, die Kutte vorne und an den Seiten, die ist jetzt hier fertig. Übrigens, schaut mal her, das hier ist bestimmt der Gürtel. Habe ich eben erst gesehen. Schön. So sieht er nochmal von der Seite aus. Und jetzt braucht er natürlich noch seine Rückseite, damit er hier nicht so einen offenen Rücken hat. Und dass der Hoodie hier auch mal geschlossen wird. Sehr schön. Deswegen Tüte 8 kann ich so schon sagen, ohne die Nummer zu sehen. Denn das ist die letzte Tüte mit sandfarbenen Steinen. Da ist sie. Und da hinten haben wir dann noch die Tüten 10 bis 13. Und dann machen wir die Tüte 8 einfach mal auf. Und bauen weiter, dass der Mantel hier mal fertig wird. Tüte 8 ist vollbracht, zwei Teile übrig und zwei Teile gebaut. Jawohl. Einmal das Teil hier, das ist interessant. Das ist der Kragen von unserem Yoda. Da sieht man auch schon ein bisschen Hautfarbe jetzt mal. Neben den Füßen zum zweiten Mal. Hautfarbe, also ihm kann jetzt auch bald der Kragen platzen. Und hier wurde viel mit Fliesen gearbeitet, mit so kleinen Schrägfliesen. Ja, das ist sehr schön, kann man sehr nett erkennen. Das kommt nachher ja, hier oben noch mit drüber. So. Nur ein bisschen gerader. Und das zweite ist jetzt hier die Rückseite mit der Kapuze, die hier so gebaut wurde. Da geht es sogar ein bisschen noch nach innen rein. Ja, nett, 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 nett. Und damit hätten wir auch die, naja, fast die letzten sandfarbenen Steine hier verbaut, Freunde. Und ich nehme den Kragen noch mal kurz runter. Wir bauen jetzt mal noch flott. Ach, ich brauche mal hier Platz. Wir bauen jetzt mal hier noch flott die Rückseite an. Ich drehe ihn mal um den Kollegen. Der ist übrigens schon, boah, der kriegt langsam sein Gewicht, der Kollege hier. Und dann klippen wir, habe ich hier Clips? Ja, so ein paar Clips sind ja hier noch. Obwohl, fehlt hier einer, habe ich da einen vergessen? Ich habe ja noch so viele übrig hier. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, ich mache hier noch ein paar extra Pinne rein, denn ich habe hier noch so viele übrig. Und dann klippe ich das mal hier dran, dass das auch ordentlich und stabil hält. Habe ich da welche vergessen? Ich muss mal kurz hier spicken. Ich hätte das nämlich schon von ein paar Seiten hier dran bauen sollen. Und, oh nee, man sieht es nicht. Wird nicht gezeigt. Egal, ich baue nur ein paar dran, damit hier noch ein paar mehr Noppen sind und das besser hält. Hier habe ich bestimmt welche vergessen. Hier ist ja gar nichts. Heieieiei. Also, Noppen bauen, ranklippen und dann setzen wir noch gemeinsam den Kragen hier auf. Gefällt mir echt gut, wie der jetzt hier ausschaut. Hier die mit der Kapuze, die Kapuze, die Kapuze. Ich finde die Kapuze schön. Und vor allem dieses etwas ja wallende, sag ich mal, haben sie hier ganz gut umgesetzt mit den ganzen Lego-Steinchen. Dass das wirklich so aussieht, als würde hier stellenweise das Gewand hier so fallen, auch wie es dann hier runter geht. Und hier vorne mit diesem dreidimensionalen, dass es hier etwas weiter nach innen geht, das Ganze. Weil hier hat er ja noch was drunter und schön, schön, schön. Doch, schön gemacht.
Der richtige Spaß kommt eigentlich hier erst, wenn man das Ganze zusammensetzt. So, aber noch sind wir nicht ganz fertig, denn hier oben, da passt ja noch unser Kragen drauf. Der Kragen, den setzen wir hier mal drüber. So, dass er da passt. Ein bisschen andrücken. Und dann hätten wir den auch. Hier, das kommt jetzt in die Ersatzteilkiste. Und ja, da können wir unseren guten Yoda auch schon mal hier zu seinen Freunden stellen. Ich stelle mal hier ganz stolz die Plakette vorne dran. Und so, na, näher zusammen, Freunde. Und so sieht dann unser Fortschritt nach Tüte Nummer, was war es denn? 9, 8, 9, 8. Nach Tüte Nummer 8 aus. Der ist gut in die Größe gewachsen. Ein echt schönes Set, Freunde. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Der Link, wenn ihr den kaufen wollt, den packe ich euch hier unten in die Videobeschreibung. Und sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Weiter geht es in Teil 3. Auch der dritte Teil ist wie der erste Teil hier unten verlinkt. Könnt ihr euch da raussuchen und gerne mal anschauen. Und im dritten Teil bauen wir dann hier Tüte 9 bis 13. Das sind nämlich die restlichen Tüten. Dann noch zusammen, da kommt dann noch der Kopf, auf den freue ich mich sehr. Und die Hände, und dann ist er fertig. Unser Lego Yoda. Ein echt schönes Nicht-UCS-Set mit Plakette. Ja, kann man machen, oder? Also, bis zum nächsten Mal.